ich grüße euch wieder ganz herzlich hier bei Cosmic Matrix und ich grüße dich zur zweiten Rauhnacht am 26.12. Ja, wie ich euch versprochen habe, wähle ich immer eine neue Räucherung aus. Und ich habe heute so einen ganz schönen Rosenweihrauch ausgewählt. Und den werde ich jetzt mal für euch räuchern. Und zwar wird da der Weihrauch in schönem Rosenöl eingelegt. Und das Ganze ist sehr, sehr herzöffnend, fördert den Sanftmut und die Hingabe an das Göttliche. Und ich kann euch nur sagen, das riecht so schön nach Rose, wenn man das räuchert. Ich hoffe auch wirklich, ich mache euch da ein bisschen Lust drauf. Ich schaue mal, dass ich nicht so ein riesiges Stück nehme. Ich möchte ja hier noch ein bisschen atmen können. Huch, guck mal her. Sotala, bleib mal da liegen. So, das haben wir jetzt und das räuchert jetzt hier für uns und dann können wir jetzt mal unsere Botschaft für den heutigen Tag anschauen. Ich hoffe erstmal, dass es dir sehr, sehr gut geht und dass du natürlich Freude an dem Rauhnächte-Kalender hast und Spaß am Räuchern auch findest. Also jetzt hier räuchert es schön. Seht ihr den Dampf? Kommt hier rüber. Oh, das riecht so wunderschön. Und zwar, die Karte für heute heißt Genuss. Ja, es geht wieder um Genuss. Die hatten wir auch an Weihnachten, die Karte. Lass es dir so richtig gut gehen. Du siehst ja die Plätzchen, also Symbole Schokolade, Croissant, Plätzchen. Lass es dir gut gehen. Verwöhn dich, schlaf genug, entspann dich. Ruh dich schön aus und dazu kommt die Karte, atme mal wieder richtig durch. Lass die Seele baumeln. Vielleicht geht ja auch der ein oder andere in die Berge. Da liegt jetzt allerdings Schnee. Vielleicht ist ja jemand auch beim Skifahren. Wir haben ja hier die Berge drauf. Aber atme mal tief durch. Lass es dir gut gehen. Lass die Seele baumeln. Und ich finde auch den Spruch hier so schön. Ich genieße mein Leben mit allen Sinnen und lade auch alle Wesen aus allen Welten dazu ein. Natürlich, ja, gedenkt auch der Wesen in der Anderswelt. Also das kommt heute bei uns in unserer Tradition ein bisschen kurz, aber in anderen Traditionen wird immer ein bisschen Speise und ein bisschen Getränk für die Geister gegeben. Und es ist auch ein Rauhnachtbrauch, dass man die Essensreste früher ins Feuer geworfen hat, um die Geister zu füttern und zu ehren und die Ahnen zu ehren. Also von daher finde ich auch eine ganz gute Idee, dass man einfach nochmal an die Ahnen denkt, mit einbezieht und das ist so schön. Ha, Rose, herzöffnend, wunderschön. Ja, ihr Lieben, also vielleicht interessiert dich das, vielleicht hast du einen schönen Laden, wo es Räucherzeug gibt. Und ich werde auch nochmal unter dem Video was posten, also unter dem Video einen Link machen. Ich bin nämlich auf einen, Schamanen oder Künstler gestoßen, der ganz wunderbare Räuchermischungen anbietet. Da hat er mir auch eine zusammengestellt und ich werde mal das drunter machen oder wenn ich es vergesse und jemand Interesse hat, den kann man nämlich fragen und der schickt einem auch was zu. Und da gibt es auch Krafttiere zum Beispiel, das finde ich eine ganz schöne Sache. Ja, weil ja auch die Krafttiere auch zum Beispiel im Matrix-Heilkreis, da kamen die ja auch immer wieder vor. Ne? Da hatten wir den Bär und die Eule und dann hatten wir schon mal den Pinguin und das ist jetzt nicht so ein gängiges Krafttier und den Waschbär. Genau. Mir fällt noch was ein, das habe ich gestern gar nicht erwähnt. Und zwar möchte ich eine Meditation nochmal mit euch machen. Und zwar noch in diesem Jahr, am 30.12. möchte ich nochmal mit euch eine Meditation machen. Und zwar wird die auch in dieser Matrix-Heilkreisgruppe stattfinden, also am 6. Rauhnächtetag. Und genau auf der Hälfte von den 12 Tagen. Am 30. einen Tag vor Silvester möchte ich diese Meditation machen und ich werde die wieder reinladen. Wenn du nicht in Facebook bist, dann geht das leider nicht. Dann vielleicht meldest du dich dann noch an. Und zwar, ich werde den Link drunter machen für diese Gruppe. Einfach mir eine Anfrage schicken. Ich lasse dich dann in die Gruppe rein. Da geht es viel um Heilen, um Selbsterfahrungen mit Heilen, um Erlebnisse rund ums Heilen, ums Segnen, um Gebete, um Engel. Es geht da um alles, was so mit der geistigen Welt auch zu tun hat, mit deinen Erfahrungen dazu.
Genau, und da werde ich nochmal eine Gruppenmeditation machen und lass mich da natürlich nochmal führen, was genau das Thema sein wird, ihr Lieben. Ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen 26., schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Hoffe, dir geht's gut. Hoffe, du hast schön genossen heute und schön geschlafen und tief durchgeatmet. Ja, atme mal durch. Und wenn man zu viel isst, dann geht die Atmung aber auch nicht mehr zu tief. Dann liegt man da. Kennst du Max und Moritz, die dann die Hühnchen verschlungen haben und dann auf dem Rücken liegen, sich nicht mehr rühren können und oben schaut noch so ein Beinchen aus dem Mund raus? Also zu viel Essen bringt dann auch nichts, dann geht es einem nur schlecht. Dann fühlt man sich ganz lange ganz übel. Genau, passt von daher gut auf dich auf und atme mal tief durch und geh schön spazieren und ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut, Satnam. Bis morgen.